Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Technik Kontrovers. Wir freuen uns sehr, Sie bei unserem digitalen Themenabend saubere und bezahlbare Energie für alle begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Tina Schmidt und ich werde Sie gemeinsam mit Eva Wendeberg durch die Veranstaltung begleiten. Wir sind Teil des Teams von Technik Kontrovers am ITAS, dem Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe. Ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen. War schön, dass Sie heute Abend mit dabei sind. Ich bin Eva Wendeberg, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am ITAS und organisiere seit 2019 die Veranstaltungsreihe Technik Kontrovers mit. Und ja, bei Technik Kontrovers präsentieren wir Technikthemen, die gesellschaftlich besonders relevant sind und zu denen am ITAS geforscht wird. Und bei solchen brisanten Themen ist es besonders wichtig, mit der Öffentlichkeit, also mit Ihnen, auch in Austausch zu treten. Und ja, deswegen hatten wir in der Vergangenheit auch schon ein paar Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen wie dem 3D-Druck oder autonomen Fahren oder der Zukunft der Ernährung. Und dazu gibt es sogar auch Aufzeichnungen teilweise, die finden Sie auf unserem YouTube-Kanal. Und auch heute werden wir die Veranstaltung aufzeichnen. Sie können aber trotzdem gerne, wenn Sie möchten, die Kameras anmachen, da wir nur die Speichervideos filmen. Und ja, im Anschluss der Vorträge wird es auch natürlich eine kontroverse Diskussion hoffentlich geben und dafür werden wir die Aufnahme auch stoppen. Ja, heute werden wir drei kurze Impulsvorträge hören, in denen Wissenschaftler vom ITAS uns Einblicke geben in ihre Forschung. Und ja, anschließend laden wir Sie herzlich dazu ein, Fragen zu stellen und kontrovers mit uns zu diskutieren. Heute Abend geht es bei uns um das große Thema Energie. Wir wollen aber weniger über die technischen Aspekte der Energieversorgung sprechen, sondern vor allem auf die gesellschaftlichen Herausforderungen eingehen. Mit dem Thema Energie ist immer die Frage nach Gerechtigkeit verbunden. Wir brauchen die Energiewende, um zukünftigen Generationen gegenüber gerecht zu handeln. Dieser Punkt wird auch in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Klimaklage betont. Darin heißt es erstens, dass Deutschland das Pariser Klimaabkommen unbedingt einhalten muss, um zukünftige Generationen vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Und zweitens, dass auch die Aufgabe, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, nicht in die Zukunft verlagert werden darf. Das würde nämlich bedeuten, dass nachfolgende Generationen übermäßige Freiheitseinbußen in Kauf nehmen müssten, um das Klimaziel noch zu erreichen. Neben dem Pariser Klimaabkommen wurde 2015 auch die Nachhaltigkeitsagenda der Vereinten Nationen beschlossen. Die Mitgliedstaaten haben sich darin auf 17 Ziele geeinigt, mit denen eine Transformation auf sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Ebene erreicht werden soll, hin zu einer nachhaltigeren, besseren und gerechteren Welt. Alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben sich dazu verpflichtet, diese Ziele bis 2030 umzusetzen. Das siebte Nachhaltigkeitsziel, saubere und bezahlbare Energie für alle, ist der Hintergrund für unser heutiges Veranstaltungsthema. Neben der intergenerationalen Gerechtigkeit finden sich darin weitere Aspekte von Klimagerechtigkeit, nämlich ein gerechter Zugang zur Energie und eine gerechte Verteilung der Lasten. Diese Themen werden Sie auch in den Vorträgen heute Abend wiederfinden. Wir wollen heute einen Bogen schlagen, von der globalen Perspektive über Deutschland bis vor die eigene Haustür, beziehungsweise auf den eigenen Balkon. Und damit jetzt zu unseren Vortragenden. Unser erster Referent ist Davi Froissois. Davi kommt aus Brasilien, wo er Elektrotechnik studiert hat. Und er ist auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am ITAS in der Forschungsgruppe Soziotechnische Energiezukünfte und er promoviert an der KIT-Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften. Davi forscht am ITAS schwerpunktmäßig zu gesellschaftlichen Herausforderungen der Energiewende. Und ein Fokus seiner Arbeit liegt auf der Frage, welche Möglichkeiten die Energiewende bietet, um Armut in Ländern des globalen Südens zu überwinden. Dabei betrachtet er unterschiedliche Länder sowie Brasilien, Bolivien, Nepal und Uganda. Außerdem analysiert er, welche Konsequenzen extreme gesellschaftliche Entwicklungen in Europa für die Energiewende haben könnten. Davi, du hast das Wort.
Ja, besten Dank, Eva. Ich teile jetzt gerade hier mein Bildschirm. Ja. Ja, schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Heute werde ich über das Thema globaler Energiezugang, Strom und saubere Kochmöglichkeiten sprechen. Strom brauche ich nicht erklären, was es ist, aber eine kurze Erklärung zu sauberen Kochmöglichkeiten sehe ich schon als sinnvoll, bevor wir anfangen. Unter saubere Kochmöglichkeiten verstehen wir Kochgelegenheiten, die keine oder nur eine sehr geringe Luftverschmutzung in Innenräumen verursachen. Kochherden, die mit Strom, Gas oder Solarenergie betrieben werden, sind Beispiele für saubere Kochmöglichkeiten. Das erste Bild hier links zeigt mehrere Solarkochherden in ländlichen Bolivien. Und verbesserte Kochherde, die Biomasse als Brennstoffe verwenden, können ebenfalls als saubere Mittel zum Kochen betrachtet werden, aber nur dann, wenn sie mit einer geschlossenen Brennkammer arbeiten und einem Schornstein besitzen, damit die Luftverschmutzung nicht in den Innenräumen bleibt, wie zum Beispiel hier auf diesem Bild ganz rechts zu sehen ist. Der Fokus meines Vortrags wird auf ländlichen Gebieten von Entwicklungsländern sein, weil solche Gebiete am meisten unter fehlenden Zugang zu modernen Energie leiden. Und ich habe auch ein paar Bilder von internationalen Projekten, die wir am ITAS schon durchgeführt haben, vorbereitet. Ja, dann legen wir los. Hier bringe ich Ihnen ein paar statistische Daten von der Internationalen Energieagentur zu Energiezugang rund um die Welt. Im Jahr 2019 gab es ca. 770 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu Elektrizität hatten. Man weiß es noch nicht genau, aber diese Zahl ist sehr wahrscheinlich durch die Covid-19-Pandemie gestiegen oder wird noch in der kommenden Zeit steigen. Also Pi mal Daumen kann man schon sagen, dass heutzutage jeder zehnte Mensch auf der Welt keinen Zugang zu Elektrizität hat. Die Erwartung vor der Pandemie war, dass im Jahr 2030 noch 623 Millionen Menschen auf der Welt weiterhin ohne Elektrizitätszugang leben würden. Und die aktuelle Erwartung ist, dass im Jahr 2030 noch 660 Millionen Menschen ohne Zugang zu Strom leben werden. Also hier kann man schon sehen, dass sich die Pandemie negativ auf die Bereitstellung von Elektrizitätszugang auswirkt. Und da die Pandemie immer noch die Welt im Griff hat, kann diese Zahl in der kommenden Zeit noch steigen. Und wenn man an Menschen denkt, die keinen Zugang zu sauberen Kochmöglichkeiten haben, kann man schon sagen, dass heute circa von 2,6 Milliarden Menschen auf der Welt in dieser Situation leben. Das entspricht schon circa von ein Drittel der Weltbevölkerung. Die Erwartung vor der Pandemie war, dass im Jahr 2030 noch 2,3 Milliarden Menschen weiterhin ohne Zugang zu sauberen Kochmöglichkeiten leben würden. Und die aktuelle Erwartung ist, dass im Jahr 2030 noch 2,4 Milliarden Menschen in dieser Situation leben werden. Und hier sind drei Bilder aus Uganda und Bolivien, wo man sehen kann, wie Menschen, normalerweise armen Menschen, ohne Zugang zu Elektrizität und saubere Kochmöglichkeiten leben. Das erste Bild links ist eine Küche in Uganda. Das zweite Bild ist dieselbe Küche, aber von innen. Das ist ein Kochherd aus Lehm. Und hier machen die Leute einfach Feuer auf dem Erdboden und benutzen drei Steine, auf die sie Topfen stellen.
wie zum Beispiel hier in diesem dritten Bild zu sehen ist. Dieses dritte Bild ist aus dem Amazonasgebiet in Bolivien. Und als Brennstoff nutzen die Menschen einfach Holz, Resten von Holz, Zweige oder Dünger. Das große Problem mit solchen Kochmöglichkeiten ist, wie ich schon vorher gesagt habe, die hohe Luftverschmutzung in Innenräumen. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jedes Jahr fast 4 Millionen Menschen an Krankheiten sterben, die auf Luftverschmutzung in Haushalten zurückzuführen sind. Und ja, dann haben wir das Nachhaltigkeitsziel Nummer 7 mit dem Ziel, saubere und bezahlbare Energie für alle bis 2030 zu erreichen. Aber was wir schon in dieser Folie sehen können, ist, dass die Menschheit mit oder ohne Pandemie nicht auf dem Weg ist, dieses Ziel zu erreichen. Und ja, dann kommt es die Frage, ist es überhaupt noch möglich, das Nachhaltigkeitsziel Nummer 7 zu erreichen? Und die Antwort ist es ja, das ist noch möglich. Aber dafür müssen die derzeitigen Investitionen in den Elektrizitätszugang um das Dreifache erhöht werden und 35 Milliarden US-Dollar pro Jahr erreichen. In Bezug auf saubere Kochmöglichkeiten müssen die derzeitigen Investitionen fünffach erhöht werden und 5 Milliarden Dollar pro Jahr erreichen. Also, wenn wir nur an der finanziellen Seite denken, dann kann die Menschheit schon mit 40 Milliarden Dollar pro Jahr das Nachhaltigkeitsziel Nummer 7 noch erreichen. Und das sind auch alle so Daten von der Internationalen Energieagentur. Ja, aber was bedeutet eigentlich 40 Milliarden Dollar pro Jahr? Hier nur zu vergleichen. Im Durchschnitt von 2010 bis 2019 hat die Welt 423 Milliarden Dollar pro Jahr in Subventionen für fossile Brennstoffe ausgegeben. Das entspricht schon zehnfache mehr, was für die Erreichung des Nachhaltigkeitsziels Nummer 7 notwendig ist. Und ja, wenn wir sehen, was in der EU in 2018 für die Subventionen für fossile Brennstoffe ausgegeben wurde, der Beitrag ist auch schon mehr, als was für die Erreichung des Nachhaltigkeitsziels Nummer 7 notwendig ist. Man kann auch schon sagen, dass dieser Beitrag von 50 Milliarden Euro in Subventionen für fossile Brennstoffe in der EU fandet nicht nur im 2018 statt, sondern auch in vorheriger Jahren war immer so rund um 50 Milliarden Euro pro Jahr. Und das sind auch Daten von der Europäischen Kommission. Deshalb kann man schon sehen, dass die Herausforderung zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels Nummer 7 ist es nicht unbedingt finanziell, sondern wir brauchen mindestens auch eine Veränderung in der politischen Agenda. Also was hat Priorität für die Welt? Ja, dann lassen Sie uns ein wenig tiefer in die Welt der Menschen eintauchen, die ohne Zugang zu Elektrizität und sauberen Kochmöglichkeiten leben. Eigentlich fehlt es für diese Menschen nicht nur Zugang zu saubere und bezahlbare Energie, sondern viel mehr. Zum Beispiel das Nachhaltigkeitsziel Nummer 6. Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtung. In vielen Entwicklungsländern ist das auch ein Problem. Diese beiden Bilder hier sind aus Uganda. Dieses Bild ist eine öffentlichen Brunnen, wo am meisten Frauen und Kinder Wasser abholen. Und hier ist eine Stadt, wo man den Mangel an sanitären Grundversorgung zu sehen ist. Die Überwindung von Armut und Hunger ist es auch in vielen Ländern eine große Herausforderung.
hochwertiges Bildung, Geschlechtergleichheit und menschwürdige Arbeit sind weitere Herausforderungen, die in solche Länder zu bewältigen sind. Dieses Bild hier, oben ist es eine ländliche Schule in Bolivien und hier unten eine Schule in Uganda. Die Frau auf diesem Bild hier verkauft einfach Kohle auf der Straße in Uganda. Und hier links sind zwei öffentliche Märkte in Uganda. Ja, der Zugang zu bezahlbarer und sauberer Energie kann ein Motor für das Erreichen weiterer Nachhaltigkeitsziele sein. Zum Beispiel, mit Strom und einer Wasserpumpe kann man Wasser aus dem Erdboden pumpen. Man kann auch Biogasanlage für die Vergärung von Exkrementen einrichten. Auf dieses Bild hier ist eine Biogasanlage neben dem Haus von einem kleinen Bauern in Brasilien. Die Anlage produziert Biogas, das man als Brennstoff zum Kochen nutzen kann. Und viel mehr kann man mit der Energie machen. Hier zum Beispiel nutzen Kleinbauern im bolivianischen Amazonasgebiet Solarenergie und Fische zu kühlen. Und hier ein Beispiel von einem Solartrockner für Kakao. Und hier ein Solarherd. Beide Bilder auch aus Bolivien. Und darüber hinaus trägt die Energieversorgung zum Forderung im Bereich öffentliche Dienstleistungen bei, wie zum Beispiel medizinische Behandlung oder Bildungsangebote nach Einbruch der Dunkelheit. Deshalb ist es so allgemein erwartet, dass der Zugang zu modernen Energiedienstleistungen in vielen Fällen auf der Grundlage erneuerbarer Energie zu weiteren Nachhaltigkeitszielen oder zu einer besseren Lebensqualität beitragen kann. Insbesondere dann in ländlichen Gebieten von Entwicklungsländern, die am meisten unter fehlenden Zugang zu Energie leiden. Jedoch passiert dieses solches Beitrag der Energie zu weiteren Nachhaltigkeitszielen oder einer besseren Lebensqualität nicht automatisch. Und das muss ganz klar sein. Es gibt viele Beispiele auf der Welt, wo Menschen Zugang zu Energie bekommen haben und kein oder fast keinen Beitrag zu weiteren Nachhaltigkeitszielen oder einer besseren Lebensqualität geleistet wurde. Es gibt zum Beispiel Fälle, in denen der Zugang zu Energie die Arbeitsmöglichkeiten für Kinder erhöht hat und die Kinder haben die Schule verlassen. Deshalb ist es sehr wichtig, Energiezugang systematisch zu betrachten. Nur so kann man also die Möglichkeiten erhöhen, dass die Energie einen Beitrag für weitere Nachhaltigkeitsziele und eine bessere Lebensqualität leisten wird. Und es ist genau das, was wir in unseren Projekten versuchen zu machen. Ein integratives und partizipatives Verfahren, uns immer systematisch zu denken. Hier sind also ein paar Projekte, die wir am ITAS führen oder schon durchgeführt haben. Das sind Projekte in verschiedenen Ländern oder sogar weltweit. Und auch wer mehr über diesen Projekten erfahren möchte, kann einfach mehr Infos auf der ITAS Website finden oder auch später auch eine E-Mail zu mir schicken. Ja, dann eine kurze Fassung über was ich heute berichtet habe. Der mangelnde Zugang zu moderner Energie findet am meisten in ländlichen Gebieten von Entwicklungsländern statt. Und es fehlt nicht nur Energie, sondern viel mehr, wie Zugang zum sauberen Wasser, sanitäre Einrichtung, menschwürdige Arbeiten und viel mehr. Ja, das Nachhaltigkeitsziel Nummer 7, bezahlbare und saubere Energie für alle, ist noch zu erreichen. Dafür braucht man mindestens noch eine Veränderung in der politischen Agenda. Also was hat Priorität für die Menschheit? Und dann habe ich auch über Energiezugang als Treiber für weitere Nachhaltigkeitsziele und eine bessere Lebensqualität gesprochen.
Und hier habe ich auch gesagt, dass den Beitrag der Energie zu einer besseren Lebensqualität nicht automatisch passiert. Und dafür sehen wir am ITAS partizipative und integrative Energiezugang als sehr wichtig. Meine vorletzte Folie geht es um eine gerechte Frage, die wir gemeinsam später bei der Podiumdiskussion diskutieren können. In vielen Ländern ist die Energiewende sehr wichtig, wie zum Beispiel hier in Deutschland, Europa oder Nordamerika. Aber was bedeutet es für die Menschheit, die Energiewende für einen Teil der Menschen zu schaffen, während der Großteil der armen Menschen auf der Welt weiterhin ohne Energiedienstleistungen für die menschlichen Grundbedürfnisse leben wird? Und mit dieser Folie beende ich meinen Vortrag und bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Hier sind auch Literatur, die ich in diesem Vortrag verwendet habe. Und ja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen lieben Dank, Davi, für diese spannenden Einblicke in diese globale Perspektive. Wenn Sie, liebes Publikum, jetzt eine Verständnisfrage haben, können Sie diese gerne im Chat stellen. Wir bitten Sie aber wirklich nur, Verständnisfragen jetzt zu stellen und ja, sich den Rest aufzuheben für die Diskussion. Mit unserem nächsten Vortrag machen wir einen Schwenk vom globalen Süden nach Europa mit besonderem Fokus auf Deutschland. Volker Stelzer forscht seit über 20 Jahren am KIT zu nachhaltiger Energieversorgung. Er ist in der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Transformation am ITAS tätig und hat schon Forschungsprojekte in Lateinamerika, Europa und Deutschland geleitet. Aktuell beschäftigt er sich mit der Frage, wie die Transformation von der alten in die neue Energiewelt gelingen kann und wer in welcher Form daran teilhat und von den Veränderungen betroffen ist. Vielen Dank, Volker. Wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank, Sina. Ich werde jetzt auch mal meinen Bildschirm freigeben. Ja, vielen Dank. Ich beschäftige mich mit der Frage nach sauberer und bezahlbarer Energie auch in Deutschland. Jetzt kommen wir also von der Weltperspektive nach Deutschland. Und bevor wir dieser Frage nachgehen, möchte ich einmal ganz kurz darstellen, wo wir eigentlich mit der Energiewende in Deutschland aktuell sind. Wir haben ja also den Energieverbrauch in Deutschland hier in dieser Grafik dargestellt. Und wir sehen hier in diesem grauen Feld, das ist die Energieerzeugung der alten Energiewelt, wie wir es gewohnt sind, die letzten 100 Jahre. Und wir sehen hier unten in bunt die Energieerzeugung aus regenerativen Energien, wie sie in den letzten 10, 15 Jahren sich aufgebaut und momentan 23% beträgt. Diese große graue Fläche zeigt die alte Energiewelt, die wir nach und nach verlassen wollen bzw. verlassen müssen, wenn wir auf die Klimaerwärmung reagieren wollen. Und dass es ein großer und steiler Anstieg noch vor uns liegt, das sehen wir daran, dass jetzt wir das Jahr 2020 haben und eigentlich wir bis zum Jahr 2035 100% erreichen müssen. Also wenn man jetzt sieht, von diesen 23% bis zu den 100% und in den nächsten 15 Jahren, da ist viel zu tun. Ist nicht noch viel zu tun für die Energiewirtschaft, für den Energiesektor, sondern diese Energiewende, die wir da vor uns haben, die wird auch eine ganze Reihe andere Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft beeinflussen. Und man kann so ungefähr 50 Aspekte festmachen, die bei dieser Energiewende betroffen sind. Ich werde im Folgenden aus Zeitgründen nur auf die Aspekte eingehen, die jetzt direkt mit diesem Thema, was wir heute haben, nämlich der Gerechtigkeit, also mit den sozialen Faktoren. Darauf werde ich eingehen. Ein Aspekt, der wichtig ist, ist, dass die Rolle von Verbrennungsprozessen zwischen der alten Energiewelt, von der wir uns verabschieden, zur neuen Energiewelt sich radikal ändern wird. Die aktuelle Energiewelt beruht sehr stark auf Verbrennungsprozessen. Wir haben die Verbrennungsprozesse in den großen Kraftwerken, Kohle, Öl und Gas wird da verbrannt. Wir haben Verbrennungsprozesse in Gebäude, da haben wir für die Wärmeproduktion die Gasbrenner und die Ölbrenner. Und wir haben Verbrennungsprozesse in den Motoren bei der Mobilität.
ein Großteil dieser Verbrennungsprozesse wird nicht mehr da sein in der neuen Welt. Wir haben die Photovoltaik, wir haben die Windenergie, wir haben die Geothermie. All das geht ganz ohne Verbrennung und ohne Verbrennungsprozesse. Import von regenerativem Strom, Gas und Treibstoff haben wir momentan kaum. Wir produzieren unsere regenerativen Energien selber in der Regel. Wir haben sehr wenig Importe. Das wird in der neuen Energiewelt anders sein, weil wir können zwar rein bilanziell und rein technisch könnten wir in Deutschland unseren Energiebedarf mit erneuerbaren Energien decken, aber das ist unökonomisch und das wird höchstwahrscheinlich nicht in der neuen Energiewelt so sein, dass wir eine hundertprozentige Autarkie in Deutschland aus erneuerbaren Energien haben, sondern wir werden die internationale Verflechtung werden wir nutzen und wir werden erneuerbare Treibstoffe, Strom und Gas importieren. Die Rolle von Strom. Das neue System wird deutlich mehr strombasiert sein. Heute ist das Stromsystem ungefähr 30% von dem gesamten Energieverbrauch, das wir haben, also 30% Mobilität, 30% Wärme und 30% Strom. Und die neue Energiewelt wird deutlich, deutlich strombasierter sein. Auch die Mobilität und die Wärme wird deutlich auf Strom umgestellt werden. Wasserstoff spielt im Energiesystem aktuell praktisch keine Rolle. Aber Wasserstoff ist ein so idealer Energieträger und Energiespeicher, dass er auf jeden Fall eine Rolle spielen wird und die Wirtschaft und die damit aufgebaut wird, auch die wird dann eine Rolle spielen und da werden auch Arbeitsplätze geschaffen in dieser Wasserstoffwirtschaft, die heute noch gar nicht da sind. Energiequellen heute sind vorwiegend fossil und diese ganze Energiewirtschaft, die auf der fossilen Energienutzung beruht, die werden wegfallen und es wird aber eine regenerative Energiewirtschaft aufgebaut werden und da werden sehr viele Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Kernenergie, die heute noch in Deutschland noch da ist, die ist ja beschlossen, dass sie verschwinden wird und dass sie dann nicht mehr eine Rolle spielen wird. Das ist auch gesetzlich so vorgesehen. Der Ort der Wertschöpfung, der größte Anteil ist aktuell im Ausland. Der Anlagenbau findet zum Teil in Deutschland statt, zum Teil werden die Anlagen importiert, aber vor allen Dingen wird der allergrößte Teil der Energieträger importiert. Wir haben momentan im Energiebereich eine Importquote von 70-80% von Kohle, Öl und Gas. Und da ja in der Zukunft dann ein Großteil der Energie im eigenen Land produziert wird, ist diese Wertschöpfung, wird die im Inland stattfinden. Und wir werden dann zig Milliarden, die heute noch für den Einkauf von diesen fossilen Energieträgern ins Ausland transferiert werden, im Inland behalten. Wir werden dann die Produzenten vor Ort bezahlt werden damit, die eben vor Ort die Energie bereitstellen. Die Anzahl der Eigentümerinnen wird sich verändern. Wir haben momentan wenig direkte Eigentümerinnen an den großen Raffinerien, an den großen Kraftwerken, an den Gasinfrastrukturen und so weiter. Das wird deutlich sich vermehren. An dieser Energiewende werden deutlich mehr Menschen partizipieren, wenn ein Großteil der Dächer mit Photovoltaik belegt ist, haben all diese Menschen, denen diese Häuser gehören, einen Teil an der Energieproduktion, an der Stromproduktion. Es wird mehr Genossenschaften geben, Energiegenossenschaften, Solargenossenschaften, Windgenossenschaften. Da ist ein deutlicher Trend zu sehen und das wird sich deutlich noch verstärken. So heißt das, dass wir an dieser Energieproduktion mehr direkte Eigentümer haben. Die Beschäftigten im Energiebereich werden mehr werden, weil diese großen Anlagen, die wir heute haben, wo sehr wenige Beschäftigte, sehr stark automatisierte große Anlagen fahren, das wird ja ersetzt durch sehr, sehr viele kleine Anlagen, die pro Anlage deutlich weniger Leistung haben, auch deutlich weniger Kilowattstunden pro Jahr erzeugen. Und diese Mehranlagen müssen gewartet werden, müssen unterhalten werden, müssen repariert werden. Und das wird mehr Beschäftigung im Energiebereich, im gesamten Energiebereich führen. Kommen wir zu den Wirtschaftsbereichen. Der klassische Maschinenbau, der eine hohe Bedeutung hat, also der Anlage, zum Beispiel der Motorenguss, die Kolbenfertigung, all das, was für die Verbrennungsmotoren notwendig ist, was aber auch für die Dampfturbinen, weil auch die Dampfprozesse werden ja verringert werden, was für alle die Maschinen, die dafür hergestellt werden müssen, da wird die gesamte Vorkette, die wird sehr, sehr stark reduziert werden, entsprechend der geringeren Bedeutung dieser Anlagen.
Aber im Gegensatz mit der Elektrotechnik, also die Herstellung von Elektromotoren, von Kabeln, von all diesen in diesem Bereich wichtigen Gegenständen, die wird an Bedeutung gewinnen und da werden sehr viele Arbeitsplätze geschaffen werden. Ob diese Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen werden oder im Ausland, das ist jetzt so erstmal nicht vorherzusagen. Das hängt sehr stark von den Rahmenbedingungen ab. Wir haben es erlebt, dass im Jahr 2010 war Deutschland noch Weltmeister. Da war es im Photovoltaikbereich 8 von 10 weltgrößten Anlagen für Unternehmen für die Produktion von Solaranlagen waren deutsche Anlagen. Die sind auf 0 runtergegangen. Jetzt haben wir die erste Firma, die sich wieder gründen will. Das liegt also an den Rahmenbedingungen, den politischen Rahmenbedingungen, die am Anfang gut waren für diese Industrie. Sie haben sich deutlich verschlechtert und man muss sehen, was in der Zukunft passiert. Das hängt eben davon ab, wie die Rahmenbedingungen gesetzt werden. Die Energiearmut, das heißt, dass Menschen nicht genug Geld zur Verfügung haben, um sich bestimmte Energiedienstleistungen, Energiegrundbedürfnisse zu decken, dass das nicht ausreicht. Die wird in der neuen Energiewelt höchstwahrscheinlich geringer sein als heute, aus 2 Gründen. Einmal liegt es daran, dass die Energiekosten, wenn man nur nach den Gestehungskosten geht, geringer sind. Denn wenn einmal die Anlagen gebaut sind, die erneuerbaren Energienanlagen, die Leitungen und die Stromtankstellen und die Speicher, wenn das alles gebaut ist, dann sind die Gestehungskosten für die Energie nur noch sehr, sehr gering im Gegensatz zu heute, weil eben keine Kohle, kein Gas, kein Uran gekauft werden muss, bezogen werden muss, um die Energie zu produzieren. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber auch die Einkommensseite. Das geht ja darum, wieso ist ein Mensch energiearm? In der Regel geht das zusammen mit genereller Armut. Und wenn wir eben mehr Geld im Inland lassen und weniger ins Ausland transferieren, haben wir erstmal mehr Geld im Land, die man zum Beispiel für soziale Programme ausgeben könnte. Zweitens haben wir gehört, dass wir mehr Beschäftigte im Energiebereich haben. Auch das reduziert tendenziell erstmal die Energiearmut. Und damit gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Energiearmut in der neuen Energiewelt geringer sein wird. Kommen wir zum letzten Bereich, den Umweltauswirkungen. Wir haben in der alten Energiewelt, vor allen Dingen von den Fahrzeugen her, eine hohe Lärmbelastung. Die wird dann in der neuen Energiewelt deutlich geringer sein, weil einfach Elektroautos deutlich geringere Lärmemissionen haben. Wir haben gesundheits- und ökosystembelastende Emissionen, zum Beispiel von PM10, von NOx, von Quecksilber, von Radionukliden, aber auch weiteren, die heute noch große Mengen ausmachen, wo wir zum Beispiel in Innenstädten die großen Probleme mit Gesundheitsbelastungen und vorzeitigen Todesfällen. Das wird deutlich geringer werden in der neuen Energiewelt. Die Gefahr katastrophaler Unfälle. In der alten Energiewelt haben wir da mehr und andere. Und in der neuen Energiewelt werden wir auch noch solche Unfälle haben, aber deutlich weniger. Und als letztes dann noch den Beitrag zur Klimaerwärmung. Natürlich ist in der alten Energiewelt die Freisetzung von großen Mengen an Treibhausgasen ein wichtiges Problem, was sich in der neuen Energiewelt dann eben hoffentlich nicht mehr so darstellt und deutlich verringert ist. So, kann man das Fazit zusammenfassen, ob die Energiewende in Deutschland saubere, sichere und bezahlbare Energie für alle führen wird, hängt vor allem davon ab, wie die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin sehr gespannt auf Fragen und Kommentare. So, dann stoppen wir. Vielen lieben Dank, Volker, für den guten Überblick von der alten zu der neuen Energiewelt. Die Frage an Sie, liebes Publikum, haben Sie Fragen, also Verständnisfragen zu dem Vortrag von Volker? Geht's auch schon weiter? Ja, nach diesem Blick auf die Veränderungen, die uns bevorstehen, stellt sich die Frage, was können wir denn jetzt eigentlich tun? Also wir selbst. Und dazu wird unser nächster Referent Marius Albitz etwas erzählen. Marius hat Geoökologie studiert am KIT und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Forschungsgruppe Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Transformation am ITAS und übernimmt zusammen mit Volker die Co-Leitung des Projekts Energietransformation im Dialog. Seine Forschungsschwerpunkte sind Nachhaltigkeitsforschung und transdisziplinäre Reallaborforschung. Und derzeit beschäftigt er sich mit der Frage, welche Formate denn geeignet sind, damit Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam über die nachhaltige Gestaltung der Energiewende sprechen können. Und damit übergebe ich das Wort an dich, Marius. Eva, vielen Dank für die nette Einführung und an Sie alle auch nochmal einen wunderschönen guten Abend. Wir haben jetzt die große Perspektive gehabt mit der globalen Sicht, sind Richtung der Sicht auf Deutschland runtergegangen und werden uns jetzt mal vor der eigenen Haustür umschauen. Wenn Sie jetzt mal die Präsentation Revue passieren lassen, dann ist, glaube ich, eins klar geworden, und zwar, dass die Energiewende nicht von Algorithmen gemacht wird und auch nicht von Windrädern, sondern die wird von Menschen gemacht. Das heißt, die Energiewende ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und ich möchte Ihnen jetzt in den nächsten 15 Minuten so ein bisschen einen Einblick geben in Fragen wie, naja, wer ist denn das, diese Gesamtgesellschaft, die, von der immer gesprochen wird, welche Unterschiede, also welche unterschiedlichen Personen gibt es da und Perspektiven, was spielt sich vor der eigenen Haustür ab, das möchte ich Ihnen gerne zeigen anhand unserer Aktivitäten im Projekt Energietransformation im Dialog und natürlich die Frage, wo kann ich ganz persönlich mitwirken, entweder privat oder in meinem beruflichen Schaffen. Und was hat denn das ganze Thema mit mir zu tun? Vielleicht nochmal zurück zur Klammer am Anfang. Die Art und Weise, wie wir Energie nutzen, beeinflusst maßgeblich das Leben von Menschen, die heute leben und den Menschen, die noch gar nicht geboren sind. Das heißt, wir brauchen Energie, um ein gutes Leben führen zu können, beispielsweise um es schön warm zu haben in den Wintermonaten. Und andererseits verursacht die Art und Weise, wie wir Energie nutzen, auch Probleme. Also ein gutes Beispiel sind die Nebenfolgen, die wir nicht haben möchten beim Klimawandel. Das heißt, bei der Energiewende haben wir immer zwei Rollen. Und zwar sind wir als Gesellschaft betroffen und wir sind zugleich Handelnde. Also wir sind dafür verantwortlich und haben die Möglichkeit, auch gegenzusteuern. Wir gehen davon aus, wenn wir Betroffene und Handelnde zugleich sind, dass wir zum einen einen sehr guten Informationsstand darüber brauchen, was kommt auf uns zu, wie funktioniert das mit dem Wandel des Energiesystems, und es braucht aus unserer Sicht dann auch Möglichkeiten, um wirklich auch mitsprechen zu können, mitmachen zu können. Und das ist der Ausgangspunkt von unserem Projekt Energietransformation im Dialog, das Volker Stelzer und ich zusammen leiten dürfen. Wir bieten Formate an, um über die Mitgestaltung der Energiewende zu sprechen und bringen dabei ganz unterschiedliche Personen zusammen. Und wenn es jetzt darum geht, um die Einbindung von unterschiedlichen Personen und der Verwirklichung der Energiewende, dann sind vier Dinge wichtig. Zum einen, wir müssten wissen, was kommt auf uns zu, wie hängen die unterschiedlichen Faktoren zusammen. Und welche offenen Fragen gibt es vielleicht noch? Wir müssen es wollen, also wir müssen die Energiewende auch wollen. Davi hat es gezeigt anhand der Prioritäten mit dem Investitionsvolumen. Wir müssen schauen, welche Wirkungen haben bestimmte Maßnahmen. Und die Frage, wie kommen wir denn jetzt vom Wissen zum Wandel? Also wie kommen wir dahin, dass sich wirklich auch im großen Kontext, sowohl im großen als auch im kleinen Kontext, was grundlegend ändert und wir dieses Ziel erreichen, das im SDG 7 auch formuliert wurde. Und ich möchte Sie jetzt mitnehmen auf Grundlage unseres Projekts Energietransformation im Dialog, wo wir ganz unterschiedliche Formate haben, um diese Punkte anzusprechen, und möchte beginnen mit den Aktivitäten, wo wir vor allem das Wissen, das Wollen und auch so ein bisschen ins Wirken reingehen. Zum einen nehmen wir Menschen mit auf Tour vor die eigene Haustür, beispielsweise hier anhand der Karlsruher Oststadt. Sie sehen hier so eine Tour, die wir
normalerweise durchführen, eine sogenannte Tour nachhaltige Energie, wo wir Energiegeschichte und Forschung rund um die Energiewende sichtbar und erlebbar machen möchten. Wir möchten aber auch zeigen, was hat das jetzt mit dem eigenen Alltag zu tun und wo gibt es Anknüpfungspunkte an andere Themen. Davi hat es ja auch schön illustriert. Beispielsweise beginnen wir am Otto-Dullenkopf-Park und geben da auch nähere Informationen zum Thema Stadtökologie, städtische Hitzeinseln und was das jetzt mit unserem Energieverbrauch und Klimaanlagen zu tun hat. Anhand des ehemaligen Gaskraftwerks kann man sehr schön nachvollziehen, dass die Energiegeschichte des Stadtgases auch immer eine Geschichte der Akzeptanz ist. Also Dinge wie Zuspruch zu bestimmten Energieträgern, beispielsweise Wind, ist nichts Neues, das gab es schon immer. Und es ist auch ein sehr schönes Beispiel, wo zeigt, wie abhängig wir heute noch sind von Energieimporten, selbst wenn wir wegkommen von der Kohle zu anderen Energieträgern. Anhand des alten Schlachthofareals kann man sehr gut zeigen, wie Sanierungen in einem von dem mit dem Denkmalschutz einhergehen können. Wir zeigen, welche wichtige Rolle Startups einnehmen bei der Energiewende und weisen auch darauf hin, die Art und Weise, wie wir mit Tieren umgehen und unser Konsum von tierischen Lebensmitteln hat auch was mit Energie zu tun. Nicht zuletzt möchten wir auch bei diesen Touren immer im Blick in die Zukunft richten. Beispielsweise, wenn wir über Wärme sprechen, fragen wir, wir haben ein Fernwärmesystem, das wird im Moment in Karlsruhe gespeist aus der Abwärme von einer Erdölraffinerie, der Miro, und einem Kohlekraftwerk zur Stromerzeugung. Und jetzt kann man ja drüber nachdenken, was passiert 2040, wenn wir weg von der Kohle kommen und eigentlich auf die Elektromobilität umsteigen, wo soll denn jetzt die Wärme herkommen und wie könnte man das gestalten? Vor der eigenen Haustür ist auch ganz schön viel los. Wir haben unglaublich viele Personen, die eingebunden sind in Themen wie Energiewende und Klimaschutz und die haben alle unterschiedliche Bedürfnisse und Fragen. Was Sie hier sehen, sind alles Bilder vor der Corona-Pandemie 2019. Also Menschen können sich hier noch physisch treffen und um einen Tisch herum sitzen. Wir hoffen, dass wir dieses Format bald wieder anbieten und durchführen können. Es sind unterschiedliche Workshops, die wir im Jahr 2019 veranstaltet haben. Da sprechen Personen über die zukünftige Gestaltung des Energiesystems aus gewohnter und auch aus ungewohnter Perspektive. Was Sie hier links sehen, ist eine Veranstaltung, die wir mit der Stadt Karlsruhe durchgeführt haben, wo Vertreterinnen aus 20 unterschiedlichen städtischen Institutionen anwesend waren, von A wie Amt für Apfelwirtschaft bis Z wie Zoo. Da haben wir mit einem Gamification-Format mal die übergreifende Verwaltungsarbeit in den Griff genommen. Was wir noch nicht wussten, als dieses Projekt beantragt wurde, ist, dass wir so eine wunderbare Bewegung haben werden wie Fridays for Future. Wir haben diesen Drive aufgenommen und haben, hier sehen Sie in der Mitte, mit engagierten jungen Klimaschützerinnen über Sektorenkopplung und zukünftige Energiewende gesprochen und gefragt, wie stellt ihr euch das denn vor, wo wollt ihr die Prioritäten zukünftig legen? Wenn wir von Beteiligung und Energiewende sprechen, dann haben wir immer eine ganze Menge von Personen, die nicht dabei sind. Gibt es unterschiedliche Gründe zu. Ein Grund ist, dass man Formate braucht, die zu den jeweiligen Personen passen. Und da gibt es Hürden, beispielsweise die Sprache. Und was Sie hier sehen, ist ein Workshop, den wir im türkischen Generalkonsulat durchgeführt haben, auf deutscher und türkischer Sprache. Hier ein Expertentisch zum Thema Solarenergie, um auch da nochmal den Kreis an Interessierten zu erweitern. Das war eine sehr schöne Veranstaltung. Vor der eigenen Haustür gibt es vor allem auch viel zu tun. Und dieses Tun machen wir auch mit Studierenden, die bei uns Verantwortung übernehmen und gestalten. Wir bieten sogenannte transdisziplinäre Projektseminare an. Das bedeutet, dass Studierende mit Engagierten aus der Praxis und Wissenschaftlerinnen zusammen gesellschaftlich relevante Fragestellungen in den Blick nehmen. Was Sie hier links sehen, ist ein sogenanntes Tiny House. Die meisten von Ihnen kennen das, so kleine Häuser auf Rädern. Das ist gerade auch sehr
im Trend. Und da haben wir mal in den Blick genommen mit Studierenden, wie man denn diese Tiny Houses nachhaltiger gestalten könnte mit einem Tiny House Verein in Karlsruhe. Die Studierenden haben sich die Energiebereitstellung angeguckt. Wir hatten eine Gruppe, die haben einen Prototypen gebaut für eine effiziente Dusche, um da den Energieverbrauch zu senken. Die Studierenden haben sich beschäftigt mit verwandten Themen wie Recycling oder nachhaltigen Baumaterialien. Wir haben in diesem Sommersemester ein weiteres Seminar gehabt, Werde Solar Coach, wo wir das Thema Solarenergie in den Blick genommen haben, hatten da einen tollen Praxispartner, nämlich ein Wohnheim, und Studierende haben sich die Frage gestellt, Mensch, welches Potenzial an Solarenergie wäre denn auf dem Wohnheimdach vorhanden? Wir hatten Studierende, die sich mit Flächenpotenzialen beschäftigt haben, also inwiefern sich eine Parkplatzfläche für PV eignet. Und es gab Themen wie Stromspeicher und aus Nachhaltigkeitsperspektive, welche die Studierenden mal tiefer in den Blick genommen haben. Das war jetzt der erste Teil. Jetzt sind Sie dran. Und zwar würde ich Sie bitten, mal Ihr Telefon rauszunehmen oder auf einen Link zu klicken, den Sie gleich im Chat sehen. Und zwar hätten wir eine Frage an Sie zum Thema, welche Energietechnologie Sie denn bevorzugen. Sie können entweder dazu auf menti.com gehen und diesen Code hier eintippen, 36092448, oder Sie klicken direkt auf den Link hier im Chat. Ich lasse es hier noch kurz, die Folie noch kurz offen, damit sich vielleicht jemand gegebenenfalls den Code abschreiben kann, der das möchte, und übergebe dann an die Alina. Alina, möchtest du deinen Bildschirm teilen? So, was Sie hier sehen, ist die Frage, wie stehen Sie persönlich zu dem Ausbau folgender erneuerbarer Energien? Ausbau der Windkraft an Land, Ausbau der Windkraft auf der See, Ausbau der Biomasseanlagen, Ausbau kleinerer Solaranlagen an Balkonen und auf Terrassen, Ausbau der Solaranlagen auf Hausdächern, Ausbau von Solaranlagen auf Freiflächen oder die Nutzung von Erdwärme, die sogenannte Tiefengeothermie. Ich würde jetzt einfach noch so ein bisschen warten. Es haben bisher 17 Menschen abgestimmt und es ergibt sich schon ein erstes Bild. Sie sehen auch hier anhand der grafischen Verläufe, also dieser Hügeldarstellungen, wie denn die Verteilung aussieht. Ich lasse das Bild vielleicht noch hier ein paar Sekunden stehen. Vielleicht beteiligen sich gleich noch ein paar. Gut, während Menschen noch abstimmen, ziehe ich mal so ein kleines Zwischenresümee. Also Sie sehen die Geothermie ganz unten und die Biomasseanlagen mit einem Zuspruch von ungefähr einer 3 auf einer Skala von 1 bis 5. Wir haben den Ausbau der Solaranlagen auf den Freiflächen. Wir haben ein sehr positives Bild von der Windkraft an Land, der Windkraft auf See. Und wie Sie sehen, die Solarenergie hat einen sehr hohen Zuspruch, sowohl auf Hausdächern als auch auf Balkonen und auf der Terrasse. Kommt fast dran als an die Windkraft auf See, die Balkonmodule mit 4,4. Alina, vielen Dank. Jetzt würde ich auch wieder in meinen Bildschirm gehen. Und bin ganz froh, dass Sie so abgestimmt haben. Das war jetzt auch so ein bisschen spannend für uns, weil wir haben ein Projekt. Jetzt geht die Folie nicht weiter. Jetzt. Wir haben nämlich noch ein Projekt, das ich Ihnen am Ende zeigen möchte, wo wir alle vier Aspekte behandeln. Nämlich, da befassen wir uns mit dem Wissen, mit dem Wollen, mit dem Wirken und wollen auch den Wandel in den Blick nehmen. Und zwar in dem Projekt Dein Balkonnetz – Energie schafft Gemeinschaft. Also Energiewende vor der eigenen Haustür und auf dem Balkon. Hintergrund von dem Projekt ist, dass wir mit Kolleginnen am ITAS durchführen, dass wir ein Netzwerk schaffen für Solarenergie und Gemeinschaft.
Diese kleinen Solarmodule für den Balkon sind auch interessant vor dem Hintergrund der heutigen Veranstaltung als Technologie, weil sie klein sind. Sie sind preiswert. Also können auch in Ländern eingesetzt werden, die nicht einen hohen Energieverbrauch haben und sich gleichzeitig keine großen Module leisten können. Sie sind theoretisch ein Weg für Mietende, die nicht Hauseigentümerinnen sind, auch selbst ihren Strom zu erzeugen. Und was wir in dem Projekt jetzt auch fokussieren möchten, da komme ich schon zu den Projektinhalten, ist denn die Frage, wer ist denn bisher unterrepräsentiert bei der Energiewende? Das sind ganz klar die Frauen. Also wenn wir über Energie sprechen, sprechen normalerweise Männer. Sie sehen das auch heute Abend, wo wir es wieder nicht geschafft haben, ein ausgeglichenes Verhältnis an Referenten hinzubekommen. Wir hoffen, dass es bei der nächsten Veranstaltung anders sein wird. Hintergrund von deinem Balkonnetz ist, dass 22 Teilnehmende die Möglichkeit erhalten, Solarenergie selbst auszuprobieren in ihrem Alltag. Das heißt, wir stellen denen diese kleinen Module zur Verfügung und begleiten die ein Jahr lang forscherisch. Uns interessiert natürlich, was verändert sich bei den Personen? Verändert sich das Bild hinsichtlich der Energiewende? Gibt es vielleicht Gespräche oder Änderungen mit der direkten Nachbarschaft? Inwiefern wird das Modul in den Alltag integriert? Hat es Einfluss beispielsweise auf die Art und Weise, wie der Balkon genutzt wird? Und vor allem möchten wir uns den Gemeinschaftsaspekt genauer anschauen. Was passiert denn, wenn man viele Menschen zusammenbringt und gemeinsam mal experimentiert? Und dann ist natürlich noch ganz spannend, ob diese Balkonmodule auch einen Beitrag leisten können, nämlich vom kleinen Balkonmodul vielleicht später zur großen Anlage. Ich komme zu meiner letzten Folie. Das war jetzt ein ganz, ganz kleiner Einblick in die Energiewende als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es gibt viel, viel mehr auch hier in Karlsruhe. Die Karlsruhe Energie- und Klimaschutzagentur von der Stadt, das ist eine ganz tolle Adresse. Wir haben Engagierte aus der Wissenschaft und Zivilgesellschaft in den sogenannten Friday-Gruppen. Wir haben das Reallabor-Quartier Zukunft. Wir haben immer wieder Veranstaltungen vom Zentrum für angewandte Kulturwissenschaft und am ITAS zum Thema Energiewende. Es gibt eine tolle Initiative von Engagierten hier in Karlsruhe, die einen Wattbewerb ins Leben gerufen haben, wo sie Städte gegeneinander antreten lassen, die darum konkurrieren, wer baut am meisten Solarenergie zu. Wir haben einen sogenannten Energy Accelerator. Das ist ein Hub, der sich darum kümmert, dass Startups im Energiebereich gefördert werden hier in Karlsruhe mit dem Namen Axel und viele, viele mehr. Und mit diesem Ausblick und Appell, dass man was tun kann, möchte ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und bin schon ganz gespannt auf die Diskussion. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Marius, für diesen schönen Vortrag. Wir können mitnehmen, dass ja, wir selbst Betroffene sind von der Energiewende, aber auch gleichzeitig Handelnde. Und dass wir die Energiewende auch mitgestalten können und auch sollten.